Wir wollen mit dem marktwirtschaftlichen Dialog ein wichtiges Thema anstoßen. Wir müssen mit dem Sparen ernst machen. Das Sparpaket der Bundesregierung war nur der erste Schritt. Es muss der Bund sparen, es müssen Länder und Kommunen sparen und es muss natürlich auch einen Sparkurs innerhalb der Europäischen Union geben. Das überzeugendste Konzept ist eine Doppelstrategie. Nämlich Wachstumsförderung und Konsolidierung. Allein auf Konsolidierung zu schauen, ohne Wachstum zu beachten, das reicht nicht aus. Wachstum ist auch ganz entscheidend für die Chance zu konsolidieren. Wir dürfen die Ausgaben nicht weiter wachsen lassen. Wenn wir die Ausgaben konstant halten und gleichzeitig mehr Einnahmen generieren, dann gelingt es uns, aus dieser Schuldenfalle herauszukommen. Das ist eine schwierige Operation, die in den vergangenen Jahren immer wieder gescheitert ist, insbesondere in Wachstumsphasen. Deshalb braucht es viel Disziplin, um einen Anstieg der Ausgaben zu verhindern. Um aus den Schulden rauszukommen, brauchen Sie eine gesellschaftliche Verabredung. Das heißt, da muss jeder nach den eigenen Kräften dazu beitragen. Da werden wir in den Ausgaben Prioritäten setzen müssen. Da werden wir hart im Bereich Subventionen, vor allem bei den ökologisch schädlichen Subventionen, kürzen müssen. Und wir werden von den Gutverdienten in dieser Gesellschaft einen Beitrag brauchen, indem wir gerecht auch bei den Steuern Mehreinnahmen generieren. Wichtig, dass dieses Thema hochkommt, damit der Bürger irgendwann dann realisiert, das bin ja ich. Ich bin gemeint, mich trifft das. Mich trifft es nicht als Empfänger, sondern mich trifft es als Zahler. Und deswegen sage ich nochmal, das muss man viel deutlicher machen. Man muss jedem ja schon Schüler klar machen, du bist Steuerzahler. Du hast gerade dir irgendwas zu essen gekauft und schwupps hast du deine 7 oder 19% Steuern bezahlt. Denke dran, das kann mehr werden, wenn der Staat weiter ausgibt. Also da sind Möglichkeiten und das kann man nur durch Öffentlichkeit und mediales Treiben hinkriegen. Der Initiative ist es gelungen, hier die haushaltspolitischen Sprecher der Bundestagsfraktionen zusammenzubringen. Hier gab es Konsens darüber, dass gespart werden muss. Ich glaube, das war ein sehr gutes Forum, um wirklich das Thema Sparen in das Bewusstsein zu bringen und auch den Politikern, die sparen wollen, mit einer solchen Diskussion den Rücken zu stärken.